Der nächste Film, Gefangen im Netz, ist ein tschechischer Dokumentarfilm. Und es ist sogar der meistgeschaute tschechische Dokumentarfilm aller Zeiten. Dann muss er doch gut sein, oder? Es geht darum, dass junge Frauen, so um die 20, gecastet werden in der Rolle eines 12-jährigen Mädchens. Und sie sollen sich dann in einem als Kinderzimmer hergerichteten Set genauso verhalten wie ein 12-jähriges Mädchen und ganz unschuldig im Netz surfen. Es dauert nicht lange, dann kommen die ersten Männer an und was die da so versuchen, ist schon ziemlich schmierig. Dass das Internet ein gefährlicher Ort sein kann für Kinder, das muss ich Ihnen nicht sagen. Dieser Film adressiert aber die Kinder direkt. Und die Kinder, die müssen das vielleicht hören, denen muss man das auf eine bestimmte Art und Weise zeigen und dafür sind Filme ja auch ganz gut. Es gibt sogar mehrere Schnittfassungen, es gibt eine Schulversion. Uns lag jetzt die Langversion fürs Kino vor und da habe ich meine ganz eigene Meinung zu. Ich zeig dir was. Wir planen hier eine Dokumentation über den Missbrauch von Kindern im Netz. Und dafür suchen wir erwachsene Frauen, die sehr jung aussehen. Wenn wir dich auswählen, musst du so tun, als wärst du eine 12-Jährige. Das Internet kann ein gefährlicher Ort sein. Die gefühlte Anonymität im digitalen Raum wirkt wie ein Lockstoff für manipulative Menschen mit niederträchtigen Motiven. Die Doku Gefangen im Netz legt offen, wie dreist Sexualstraftäter vorgehen, wenn sie in Chats Kindern auflauern, ungleiche Machtdynamiken und naive Gutgläubigkeit ausnutzen. Ja, das ist doch ein schönes Alter. Ist es für dich kein Problem, dass ich 12 bin? Warum sollte das ein Problem sein? Ich bin 12, ist das echt für dich in Ordnung? Klar. Trotz des guten Willens kommt der Film allerdings merkwürdig schizophren daher. Einerseits gibt er sich aufklärerisch. Die Protagonistinnen des Films adressieren hin und wieder direkt die Zuschauer. Sie sprechen in die Kamera, zu den potenziell gefährdeten Kindern. Man warnt sie vor den Gefahren des Internets, gibt ihnen nützliche Tipps, wie sie sicher im Netz surfen. Gleichzeitig wird das Internet aber nicht zum Sündenbock. Stattdessen ermutigt man die Eltern zur medialen Erziehung. Andererseits gibt es in dem Film jedoch ausstellerische Momente, die äußerst unbequem daherkommen. Situationen des Missbrauchs werden nicht nur gezeigt, sondern beinahe ausgekostet. Mir stellt sich die Frage, was solche Szenen in einem Aufklärungsfilm für Kinder zu suchen haben. Selbst wenn sie die Realität abbilden, die Bilder von masturbierenden Männern sind ganz klar dazu da, um zu schocken, um abzuschrecken. Damit setzt man das Publikum aber genau den potenziell traumatisierenden Situationen aus, vor denen man sie eigentlich schützen möchte. Selbstverständlich ist es wichtig, der Jugend Medienkompetenz zu vermitteln. Gefangen im Netz bedient sich aber manipulativen Bildern und Musik, die nur mit Fakten, Ratschlägen und Hilfestellungen unterfüttert werden. Eigentlich sollte es doch andersherum sein. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Weiß deine Mami davon?